have some of the best fans, if not the best fans in the BBL. Hi, ich bin der Basti Betz und bin froh, in Würzburg zu sein. Long as my people struggling, I raise the flag up. Take off them handcuffs, baby, let's get these grands up. We started from the bottom, now it's time to stand up. Let me see those lighters, my riders, and twist your fingers up. Jetzt bei mir Basti Betz, unser Neuzugang aus Ulm. Hey Basti, willkommen in Würzburg, schön, dass du da bist. Was waren eigentlich die Gründe, dass du überhaupt hergekommen bist? Warum bist du hier? Also ich wollte einfach eine neue Herausforderung, oder ich habe mir einfach eine neue Herausforderung gesucht. Nach 6 Jahren Ulm fand ich, war es Zeit, einfach mal so einen Tapetenwechsel zu machen. Und da war der Standort Würzburg eigentlich auch von der Distanz her zu meiner Heimatstadt einfach noch da vielversprechendste Angebot. Ulm ist bei uns auch immer so ein leidiges Thema. Hey Kleber. Steve Esterkamp hat uns, glaube ich, 7 Spiele, 6 Mal abgeschossen. Wie ist es einfach mit solchen Spielern wie auch John Bryan, der MVP, 2-mal in der Liga zusammenzuspielen und mit Per Günther? Das ist ja, im Training geht es da schon richtig zur Sache. Also die Wettkampfsituation im Training war immer relativ hoch. Ja. Es war aber immenser Konkurrenzkampf und im Spiel, wenn man natürlich einen John Bryant in der Zone hat, macht es vor allem für den Flügelspieler relativ einfach oder einfacher, weil einfach viele Freiräume da sind, die man vielleicht in einer anderen Mannschaft mit einem nicht so dominanten Center eben nicht hat. Ja, jetzt hast du ja unseren Wühlbüffel, den Jason. Ist, denke ich, auch ein ganz gutes Kaliber. Was erhoffst du dir von der Saison? Also für mich persönlich, ich möchte einfach die Saison verletzungsfrei über die Bühne bekommen. Meine persönlichen Ziele einfach an die Leistung vor der Verletzung, die ich vor der Verletzung hatte, möchte ich anknüpfen. Und ja, mit der Mannschaft auf jeden Fall, wenn es möglich ist, um die Playoffs mitspielen. Nationalmannschaft für dich ein Thema oder erstmal ganz weit weg? Ist für mich extrem weit weg. Ja. Also ich möchte einfach mit Würzburg jetzt eine gute Saison spielen, in die Playoffs kommen und dann einfach so erfolgreich wie möglich das Ganze gestalten. Jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Wenn du die Chance hättest, mit irgendjemand mal 2 Stunden in der Sauna zu verbringen, wer wäre das? Ja, gute Frage. Ich würde Jennifer Aniston. Gute Wahl, gute Wahl. Dann schon mal viel Erfolg für die ersten Trainingseinheiten und verletzungsfreie Zeit auf jeden Fall. Danke. Yeah, we have some of the best fans, if not the best fans in the BBL.